Willkommen zurück im Interview mit Biomers und mit Dr. Paul Hemmer, der dir in dieser Gesamtinterviewreihe jetzt in diesem Interview verrät, wie es um Zucker besteht, warum Zucker eine Droge ist und wie du davon loskommst, ob Gemüse und Obst auch Zucker sind. Und er sagt ganz klar, gesunde Ernährung, die muss jedem zugänglich sein und werden und darf nicht abhängig sein von der Geldbeutelmenge oder von dem Geld in deinem Geldbeutel. Er geht übrigens auch darauf ein, was die Wahrheit über Nahrungsergänzung ist, ob sie sinnvoll ist und vor allem, ob spezifische probiotische Bakterien Sinn machen, ob die überhaupt lebensfähig sind und vieles mehr. Also, dich erwartet ein weiteres Feuerwerk an Informationen zur Optimierung deiner Gesundheit, deiner Darmgesundheit und vieles mehr. Und schau doch mal parallel auch im Blog vorbei. Wenn du ein schönes Ostergeschenk suchst, dann bist du bei The New Company genau richtig, denn die haben jetzt ein Osterhasen-Bunny und ein Osterhasen-Set mit 65% weniger Zucker, passend eben zu dieser Episode, wenn du jetzt Zucker reduzieren möchtest und noch dazu richtig krasse Energieriegel. Also freu dich da drauf und lass es dir gut gehen. Jetzt aber zurück zu Dr. Paul Hemmer und Mr. Broccoli im Interview. Und vor allem, du schützt dich vor Volkskrankheiten wie Diabetes, Altersdiabetes. Ja, das kommt ja erst im Alter, wenn deine Zellen Altersdiabetes und ist ja so, dass deine Beta-Insulinzellen in deiner Bauchspeicheldrüse irgendwann erschöpft sind. Ja, ich meine, wir sind ja eine Maschine, eine biologische. Und wenn du immer Vollgas ein Auto fährst, dann geht der Motor schneller kaputt, als wenn du ihn sachte und angenehm fährst. Dann wird er auch länger dich fahren, mehr Kilometer, ja, und weniger Macken haben. Und so musst du dir vorstellen. Und wenn du sehr viel Zucker zu dir nimmst, Insulin muss immer gebildet werden. Die Beta-Insulinzellen gehen irgendwann kaputt und dann hast du irgendwann das Problem, dass kein Insulin mehr gebildet wird und du dann einen Zuckerschock erleiden kannst. Und das beugst du vor, weil du mit deiner veganen Ernährung, mit deinem Brokkoli diesen Blutzuckerspiegel regulieren kannst. Das Mikrobiom hat einen Einfluss aufs Blutzuckerspiegel. Der wird immer niedrig gehalten. Deine Beta-Insulinzellen müssen viel weniger produzieren. Die fahren ganz smooth und die werden nicht bis ins hohe Alter, werden die dich gute Dienste für dich leisten, so dass du eigentlich weniger Sorgen dir machen musst um Diabetes. Und das sehen wir auch bei kardiovaskulären Erkrankungen, also auch bei so hier Verkalkungen oder Problemen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das ist ja auch eine Alterserscheinung. Umso älter du wirst, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwann mal vielleicht einen Stent brauchst, weil deine Arterien einfach zu sind, weil halt falsche Stoffe reinkommen, zu viel falscher Stoffe. Und auch kann das Mikrobiom wunderbar helfen, dass du lange gesund bist und keine Probleme mehr hast. Mega. Also mit dem Zucker bin ich natürlich genau deiner Meinung. Volkskrankheit Nummer 1, würde ich jetzt mal sagen, nicht der Rücken, sondern Zucker. wahrscheinlich der Rücken oder die Rückenprobleme werden auch dadurch mit impliziert. Es gibt ja viele, sagen übrigens auch Dr. Brian Clement aus dem Hippocrates Health Institute in Florida, der ein absoluter Verfechter von veganer Ernährung, auch mit einem hohen Rohkostanteil ist, der sagt, dass Zucker tatsächlich die größte und schlimmste Droge von uns ist, also sogar noch schlimmer wie Heroin und Sachen, weil es hat ihn beispielsweise auch 30 Jahre gebraucht, um vom Zucker wegzukommen. Es ist schon richtig, also vielleicht der Vergleich mit Heroin ist schon ein bisschen hart getroffen, aber auf jeden Fall ist Zucker ja ein Thema, es ist gesellschaftstauglich, ja, und du wächst halt auf in einer Gesellschaft, wo dir im Fernsehen vorgegaukelt wird als Kind, dass diese leckere Milchschnitte mit Kuhmilch und weiß ich was, wie viel Zucker, was ja keiner sagt, gesund ist für dich, dein Wachstum und deine Zähne. Und was ja eigentlich ein bisschen Zucker ist, eine Droge. Ja, sie schüttet Botenstoffe aus, die glücklich machen, ähnlich wie Nikotin. Ja, und erzeugt dadurch eine Abhängigkeit. Wir sehen es bei Kleinkindern. Alle Eltern werden das wissen. Sobald dein Kind das erste Mal Süßigkeiten gegessen hat, wird es immer wieder Süßigkeiten wollen. Da sieht man den Effekt besonders gut. Und da muss man wirklich sagen, es gibt ja Alternativen, ja. Es gibt ja auch Zuckeralternativen, die süß schmecken, die jetzt aber kein Dopamin ausschütten und vor allem keinen Blutzuckerspiegel anheben. Das ist nämlich das Thema. Also zum Beispiel natürliche Pflanze Stevia ist da so ein Thema, da sind Stevioglycoside drin. Es gibt aber auch süße Proteine mittlerweile, die man einsetzen kann. Aber das Problem ist, die bilden halt keine Botenstoffe aus, die glücklich machen im Gehirn.
Aber der große Vorteil ist, sie sind meistens, haben sie deutlich weniger Kalorien, die Energiemenge, die du aufnimmst. Einfach, das ist ja nur einfache Energie. Sie bilden halt, und das ist der größte Vorteil, gerade für Diabetiker auch, sie bilden halt keinen Blutzucker. Der Blutzuckerspiegel steigt nicht an. Aber da muss die Politik einfach reagieren. Und da muss auch der Lobby Einhalt geboten werden, meines Erachtens, dass da Obernormen festgelegt werden, wie viel Zucker drin sind. Komplett auf Zucker muss man ja nicht verzichten, es gehört schon dazu, aber es ist einfach viel zu viel und allgegenwärtig. Und da muss besser aufgeklärt werden. Wir haben ja auch Zucker in Obst. Du hast ja gesagt, ihr empfehlt jedem auch Obst zu essen. Das ist ja eben auch hier ein Verfechter, hier Anthony William, den wir hier angesprochen haben, der mit dem Epstein-Barr-Virus. Da können wir jetzt eine schöne Überleitung machen, denn er sagt, oder er ist auch ein sehr, sehr starker Verfechter von solchen Sachen wie Obst, vor allem Äpfel natürlich, aber auch sehr süße Geschichten wie Datteln. Jetzt gibt es auf der anderen Seite auch Leute, die sagen, gerade heute das hochgezüchtete Obst solltest du auf jeden Fall vermeiden, weil natürlich in den neuen gezüchteten Sorten doppelt, dreifach, teilweise 20, 30-fach so viel Zucker drin ist wie in den ursprünglichen Sorten. So, jetzt dürfen wir da natürlich auch aufpassen. Mich würde mal interessieren, oder was ich so denke, ist Zucker in Obst, was grundsätzlich, wenn du es zusammen mit dem Obst isst, nicht verkehrt ist, solange auch das Obst nicht hybrid gezüchtet ist oder vielleicht auch eine alte Sorte sind. Wenn aber eine Krankheit vorliegt, und ich rede jetzt nicht von Diabetes, also nicht von solchen Sachen, die eigentlich schon Endstadion sind, sondern eben auch, nehmen wir an, du fühlst dich nicht wohl, du hast Verdauungsprobleme, du hast irgendwelche andere Probleme. Wärst du lieber, Paul, dann auch auf dem Ding, dass du sagst, du empfiehlst trotzdem Obst, weil es ja dann letztlich am Ende, was kommt am Ende draus, es wird ja auch zu Zuckerverstoffwechsel, also auch wenn es Fruchtzucker ist. Ja, Empfiehlst du dann genau, also. trotzdem Obst oder würdest du sagen, lass mal da auch das Obst und jeglichen Zucker weg, um wieder gesund zu werden? Genau, es kommt natürlich auf die Menge des Zuckers an im Verhältnis zu allen anderen Stoffen, die drin sind. Gemüse oder ein Obst ist ja ein komplexes biologische Einheit, die ganz verschiedenste Stoffe hat, so wie wir. Ja, da sind Vitamine drin, da sind Proteine natürlich drin, da sind die Kohlenhydrate drin, die komplexen, also nicht die Einfachzucker. Fructose ist drin, die Lipide sind drin, das kann ja der Körper alles mit aufnehmen und teilweise auch nutzen und verstoffwechseln. Auch Ballaststoffe sind da drin. Natürlich ist es so, dass wir durch industrielle Landwirtschaft versuchen, immer besser gehende, resistente und süßer, besser verkaufende Produkte oder Äpfel oder was auch immer, Obst, Gemüse zu züchten. Das geht auf Kosten der Qualität. Das muss man sagen. Wir empfehlen auch immer, Bio-Gemüse einzukaufen, weil da einfach die Nährstoffgehälter viel höher sind, noch als wenn du industriell jetzt hast. Wenn du die Möglichkeit hast, regional einzukaufen, saisonal einzukaufen, sowieso empfehlen wir immer, aber auch alte Äpfelarten zum Beispiel zu bekommen, dann empfehlen wir die auch zu nehmen. Allerdings ist ja bei uns das Problem, es ist ja, sag mal, ein Privileg. Du musst es ja auch bezahlen können, ein Privileg, so viel Geld zu haben, jetzt immer nur Bio essen zu können und besondere Obst und Gemüse zu kaufen, das muss man einfach sagen. Und das muss sich auch ändern. Das ist ein gesellschaftliches Thema. Meines Erachtens, das muss so, gesunde Ernährung muss jedem Menschen zugänglich sein und darf nicht abhängig sein vom Portemonnaie. So ist es aber derzeit gerade noch. Empfehlen wir das. Aber du kannst natürlich auch gucken. Zum Glück, es gibt jetzt viele Initiativen in Deutschland. Es werden wieder alte Obstbäume gestreut, aufgestellt. Also wenn man durchs Land mal fährt, dann sieht man auf einmal Obstbäume überall und das ist eigentlich ideal. Da kann man mal anhalten, da kann man mal ein bisschen pflücken, da kann man mitnehmen, kostet nichts, bewegt, du bewegst dich dabei noch und du weißt, es ist jetzt keine industrielle Obstplantage, sondern es ist jetzt einfach hier wild gepflanzt zwar, wieder eingewildert, aber da geht es nicht darum, Massenobst jetzt zu ernten. Und das kann man immer mitnehmen und da spart man dann auch Geld. Das ist so ein kleiner Tipp, was ich auch immer gerne mache, wenn ich mal unterwegs bin im Lande, anhalten und dann Apfel nehmen. Und dann hast du auch meistens alte, traditionelle, wilde Sorten. Und die würdest du dann sagen, die können dann auch verzehrt werden, auch sag mal, wenn ein Problem im Also männlichen Körper vorliegt. prinzipiell, wenn du dich krank fühlst, empfehle ich immer Obst und Gemüse auch einzuarbeiten, je nachdem, was du natürlich für eine Krankheit hast. Ist immer besser, als jetzt ein Stück Kuchen oder einen Ja, Burger zu essen. okay, Also da sind wir uns einig, da brauchen wir nicht drüber reden.
Irgendwas, du musst ja den Körper auch Energie geben, ja. Also wenn du jetzt gar nichts isst, ist auch nicht gut. Aber gesundes Gemüse und dazu Obst ist förderlich und wird dir helfen, weil im Obst sind halt auch wichtige Vitamine drin, die dir helfen, auch im Gemüse, die dir helfen, dann diese Krankheit zu überstehen. Ja. Jetzt gibt es ja auch da genügend Vitaminpräparate. Ich rede jetzt nicht von chemisch erstellten Vitaminpräparaten wie damals die coole Brausetablette, ja, die noch mega süß geschmeckt hat und der Ja. Hype damals, ich glaube, in den 80er oder 90er war, sondern ich rede natürlich jetzt eben auch schon von wirklich hochwertigen, beispielsweise roh veganen Extrakten aus Algen, aus Grünkohl und Co. Würdest du empfehlen, diese als Ergänzung in eine Nahrung mit einzubinden? Helfen dir auch dem Mikrobiom? Oder würdest du sagen, nee, wenn du deine 5 Portionen Bio-Obst und Gemüse am Tag isst und dich gesund ernährst, brauchst du das nicht. Also Also genau, das ist natürlich das Thema. Also wenn du dich gesund ernährst und gesund fühlst, dann brauchst du das nicht unbedingt, ja, weil dann bist du fit, dein Mikrobiom funktioniert, alles okay. Du kannst es unterstützend noch machen, aber immer sachte, also nicht in Massen, weil die Dosis ist immer das Entscheidende. Und wenn du zu viel davon nimmst, kannst du dann auch kontraproduktive Effekte haben, weil du förderst dann bestimmte Bakterien, die werden dann dominant. Die sind vielleicht gut, aber die werden dann dominant und die verdrängen dann andere gute Bakterien, die halt nicht damit gefüttert werden von dem Nahrungsergänzungsmittel, was du dann einnimmst. Ja, deswegen immer auf die Dosis achten und wenn man sich gesund und stark fühlt, dann hat man das meiste mit einer gesunden Ernährung schon abgedeckt und im Lebensstil, ja. Wenn man jetzt aber eher Probleme hat, sind so eine Mittel auf jeden Fall können die förderlich sein. Man muss sie natürlich gucken, was sind denn eigentlich meine Probleme? Was ist denn das Beste, um mein Problem jetzt zu lösen? Da muss man erstmal die Ursache kennen. Und die Ursache, die weiß man häufig nicht. Wir können im Darmmikrobiom ja nachgucken. Mit unserem Test kannst du ja wirklich gucken, okay, welche guten und welche schlechten Bakterien hast du oder hast du halt nicht. Und dann können wir gezielt die Empfehlungen geben, wie du die guten Bakterien wieder ansiedeln kannst und die schlechten verdrängen kannst. Es geht natürlich überwiegend auch über Ernährung, aber wir können das auch mit sogenannten probiotischen Stämmen machen. Prinzipiell bei Nahrungsergänzungsmitteln ist es wichtig, dass es die Herstellungsform passt. Also woher kommt es und wie wurde es extrahiert oder wurde es wirklich chemisch synthetisiert? Wie ist die Dosis und die Regelmäßigkeit? Ja, und wenn du das richtig ordentlich einsetzt und auch mal, damit eine Ursache bekämpfst, unter der du leidest, dann ist es ein gezieltes, gutes Werkzeug. Wenn du aber gar nicht weißt, was dein Problem eigentlich ist, dann kannst du ein bisschen probieren, ja, und gucken, ob es besser wird oder nicht. Oder du machst halt einen Test, wenn es einen gibt, der passt dafür. Aber wenn du gesund bist und dich fit fühlst, brauchst du die Themen nicht. Dann kannst du das alles über gesunde Ernährung aufnehmen. Ja, ich meine, du darfst ja nicht vergessen, da sind wir wieder in der Evolution des Menschen. Wir haben ja Jahrtausende, Hunderttausende Jahre gelebt ohne Nahrungsergänzungsmittel, sondern wir haben uns ja wirklich nur von Beeren, von irgendwelchen Erzeugnissen, was uns die Natur gegeben hat, was wir nicht mal kultiviert haben, wirklich, haben wir uns entwickelt, haben uns weiterentwickelt und sind so geworden, wie wir jetzt sind. Und durch die Industrialisierung haben wir doch erst die Möglichkeiten, überhaupt Nahrungsergänzungsmittel in dem Maßstab herzustellen. Und deswegen mit einer gesunden Ernährung kannst du auch gesund alt werden. Und wie ich im Vorzeichen. Aber wenn du Leinsdruck hast, ist das natürlich immer ein Mittelchen. Musst aber gucken, wirklich, wie gezielt du sein. Ja, super. Okay, das freut mich natürlich. Ihr macht ja eben auch diese Tests. Jeder, der sich darüber informiert, kann natürlich bei mir in den Shownotes schauen. Ganz, ganz wichtig. Und daraufhin basierend macht ihr ja auch Nahrungsergänzungsmittel. Also Ja. Nahrungsergänzungsmittel im Bereich, dass ihr natürlich eben diese angesprochenen guten Mikroben über eine Ergänzung, sprich über eine Kapsel, die dann ich glaube, sogar darmresistent ist, eingenommen werden kann. Also beispielsweise, ich habe jetzt von dem typischen Bakteriides, was du ja gesagt hast, hätte ich jetzt zu wenige, dann würd es quasi eine Nahrungsergänzung von euch geben, dass dieses Mikrobiom enthält. Genau, also. Wie weit ist da jetzt die Forschung fortgeschritten? Ist das wirklich individualisiert für jeden? Oder gibt es da eben eher große Themenfelder, wo du sagst, okay, das sind eher die Standards, da, die fehlen häufig, oder wenn du Übergewicht hast, musst du die und die nehmen, etc.?
Genau, also wir haben sogenannte analytikbasierte Probiotika als Nahrungsergänzungsmittel. Also das heißt, wir empfehlen dem Kunden spezifisch auf seine Analyseergebnisse eine probiotische Komposition von nützlichen Bakterien und teilweise auch Lehmkultur von Hefen. Weil 1 bis 2% in unserem Mikrobiom im Darm sind Pilze, also wir sind nicht nur Bakterien, aber 98%, also die größere Menge sind Bakterien. Und analytikbasiert heißt, wir gucken uns halt nach einer Darmflora-Analyse, Darmmikrobiom-Analyse, gucken wir uns halt an, welche Mikroben hast du, welche guten, welche schlechten. Und dann teilen wir den Kunden praktisch in ein Cluster ein. Wir haben derzeit 9 Cluster und ein Cluster ist, deine Darmflora ist exzellent, du brauchst kein Nahrungsergänzungsmittel. Das, was ich auch vorher meinte, wenn du gesund bist, brauchst du keins mehr dazu nehmen, weil du hast alle nützlichen Bakterien. Das ist dann kriegst du einen Pokal sozusagen. Das ist immer das Ziel, was wir mit unseren Kunden eigentlich auch erreichen wollen. Hast du eine kleine also hast du im Kopf, wie viel Prozent der Kunden das tatsächlich sind? Unter 10%, also es ist wirklich ein kleiner Prozentsatz. Wir haben einige, also 50% unserer Kunden sind ja auch Selbstoptimierer, die wirklich viel sich gut mit Ernährung auskennen, die auch gesund leben. Die haben deutlich mehr Pokale. Aber es gibt auch der zweite Fall, es gibt Optimierungsbedarf, Potenzial bei einigen, an einigen Stellen im Darm, aber es gibt noch nicht die richtigen Stämme, die wir, also das richtige Nahrungsergänzungsmittel mit den richtigen probiotischen Stämmen, die wir verabreichen können, weil wir sind leider noch limitiert in der Anzahl der Stämme. Es gibt so 25 bis 30 Stämme, die man überhaupt großtechnisch produzieren kann. Und dann mikroverkapseln kann und magensaftresistent verkapseln kann, sodass sie überlebensfähig im Darm ankommen und dort dann helfen können. Und denen können wir dann leider nicht helfen. Den können wir dann sagen, okay, ernähr dich so und so. Also den können wir über Ernährungshinweise und Pläne helfen, aber nicht mit Probiotika. Und dann haben wir 7 Cluster, wo wir spezifische Probiotika-Kompositionen zusammengestellt haben, die für jedes Cluster optimal sind. Über die Jahre werden wir immer feiner sein, werden immer mehr Cluster haben und vielleicht werden wir irgendwann auch ein wirklich individuelles Probiotika haben, wo genau die Stämme drin sind, in der Dosis, wie du sie als Individuum benötigst. Das ist der heilige Gral. Es wird noch ein paar Jahre dauern, aber es gibt enorme Entwicklungen, gerade in diesem Probiotika-Bereich. Es werden viele neue Stämme entwickelt, die auch so verkapselt werden, dass sie überlebensfähig im Darm sich ansiedeln können. Man darf nicht vergessen, 80% aller Darmbakterien sind ja anaerob, also die können unter Sauerstoff nicht leben. Und die sind natürlich schwierig zu verkapseln, sodass sie noch lebensfähig dann im Darm sind. Weil du hast sie ja natürlich erstmal in Kapseln, du musst sie produzieren, dann hast du sie in Kapseln, dann liegen die irgendwo in der Dose rum, bis sie dann wirklich mal im Darm des Kunden oder Patienten ankommen. Vergehen ja Wochen, Monate und da müssen die lebensfähig sein. Das ist die große Herausforderung. Aber wir gehen den Weg an und das große Ziel ist wirklich eine individualisierte Zusammensetzung. Das Probiotika hinzubekommen. Cool, also so jemand wie Anthony William, der rät übrigens, sag ich mal, von diesen Sachen ab, weil er sehr, sehr oft eben sagt, dass diese Stämme eben gar nicht mehr lebensfähig dann dort ankommen und schon innerhalb von wenigen Stunden, nachdem sie überhaupt irgendwie gezüchtet wurden und so weiter, schon sterben. Hast du denn da auch Studien dazu oder habt ihr Erfahrungen, ob die dann tatsächlich lebenswert da unten ankommen? Ja, na klar. Also wir setzen nur Stämme ein, die so verkapselt sind, dass sie im Darm sich wieder ansiedeln können. Wir haben auch relativ hochdosierte Probiotika, deswegen sagen wir auch maximal 1 Monat die Dosis. Weil wenn du die danach weiternimmst, dann hast du wieder einen negativen Effekt, weil dann die wenigen, in so einer Kapsel haben wir bis zu 15 verschiedene Stämme drin. Die wenigen Stämme, eine gesunde Darmflora hat bis zu 1000 verschiedene Mikrobenarten. Und 15 ist ja nur ein kleiner Bruchteil. Ja, und wenn du diese Stämme massiv in der Überdosis zu dir nimmst, verdrängst du wiederum andere und du hast dann dominante Stämme, die zwar positiv sind, aber die andere positive wegdrücken, die auch wichtige Funktionen haben, die wir noch nicht kultivieren können und verabreichen können. Und dann hast du auch Probleme. Ja, und deswegen muss man vorsichtig sein. Die Dosis ist wichtig und sie müssen überlebensfähig sein. Und wir haben unsere Komposition basieren alle auf klinischen Studien. Wir setzen wirklich nur Stämme ein, die positive Effekte in klinischen Studien haben. Die sind auch transparent, kann man die nachlesen, die Studien. Wir setzen wirklich nur zugelassene Themen ein und sie müssen mikroverkapselt und magensaftresistent verkapselt sein. Ansonsten macht es keinen Sinn. Sonst macht die Magensäure alles kaputt und es kommt gar nichts unten an. Dann ist es Humbug. Ja, gibt es leider auch viel Scharlatanie draußen.
Aber bei uns ist es ja auch so, ich meine, wir haben einen Kunden, der macht einen Test, dann nimmt er vielleicht Probiotika und dann macht er einen zweiten Test und dann will der natürlich in dem zweiten Test sehen, dass diese Stämme sich jetzt angesiedelt haben. Wenn wir da jetzt Stämme nehmen würden, die gar nicht lebensfähig unten im Darm sich ansiedeln können, ja, und im zweiten Test würde das ja entlarven, da wäre auch unser Geschäftsmodell komplett und unser Ruf ja im Eimer. Deswegen arbeiten wir nur mit hochqualitativen Produkten, die auch wirklich funktionieren. Also das ist ja auch die Absicherung des Kunden, dass er ja an unser Testergebnis ja auch wirklich sieht, hey, das hat jetzt auch was gebracht. Ich fühle mich nicht nur besser, sondern ich sehe es auch in den Testergebnissen. Man muss auch noch mal ganz kurz dazu sagen, Probiotika oder Nahrungsergänzungsmittel sind keine Wundermittel. Ja, es gibt keine Wunderpillen, sondern es ist entscheidend, den Mindset auszubilden. Also das versuchen wir unseren Kunden auch immer richtig zu kommunizieren. Diese Probiotika-Kapseln, die helfen bei dem Prozess, die unterstützen bei dem Prozess, dass deine Darmflora wieder ins Gleichgewicht kommt. Aber alleine werden sie es nicht schaffen, sondern du musst Mindset haben, dass du eine gesunde Ernährung hast, einen gesunden Lebensstil hast. Dabei helfen wir dir, wir geben dir Hinweise dafür. Die Pillen, die Kapseln können dich unterstützen. Aber wenn du jetzt die Kapseln einen Monat nimmst und danach wieder nur Alkohol trinkst und Junkfood isst und dich nicht bewegst, ja, dann gehen die guten Mikroben natürlich gleich wieder weg. Also das Mikrobiom ist ja dynamisch. Wenn du aber dann nachhaltig dich ernährst, gesund ernährst, divers ernährst, dich an die Tipps hältst, 5 Gemüse, 5 Obstsorten, Ballaststoffe, weniger Zucker, dann werden diese nützlichen Mikroben ein Leben lang dich begleiten und dich unterstützen in deiner Gesundheit. Und das ist der Trugschluss, der häufig kommt, gerade bei Konkurrenzprodukten, die halt dir alles versprechen. Aber das ist es nicht. Der Mindset muss stimmen. Und das ist eigentlich die große Herausforderung auch für uns als Unternehmen im Gesundheitsbereich, unsere Kunden dahin zu bringen, dass sie auch verstehen und auch den Willen entwickeln, ihr Leben so zu führen, dass sie sich gesund ernähren und gesund halt leben. Ja, das ist eigentlich die Herausforderung, die wir haben. Mega gut. Jetzt hast du ja eine ganz, ganz tolle Neuerung schon genannt, dass du eben sagst, ja, der heilige Gral wollen wir auf jeden Fall erreichen, dass wir ein ganz individuelles probiotisches Nahrungsergänzungsmittel für jeden hinkriegen wollen. Was können wir denn in naher Zukunft von euch erwarten? Vielleicht noch abschließend, lieber Paul. Ja, also wir haben ja durch unsere Datensätze immer neuere Erkenntnisse und wir trainieren ja auch unsere Machine Learning Algorithmen. Auch sehr, sehr spannend. Und wir sehen dann an den Datensätzen, wenn bei einer Person mit einem besonderen biologischen Profil Empfehlungen funktioniert haben und wann Empfehlungen nicht funktioniert haben, wenn er dann einen zweiten Test gemacht hat. Und damit trainieren wir sogenannten Deep Learning Algorithmus. Und irgendwann kommen wir zu einem datengetriebenen Ansatz hin, der viel besser ist als der logisch getriebene, den wir jetzt haben, wo wir einen Entscheidungsbaum haben, wo wir sagen, okay, der Mensch hat die und die Issues, dem fehlen die Bakterien und jetzt empfehlen wir das mit einer großen Matrix, sondern du gehst dann wirklich hin in so eine Deep Learning, Machine Learning, Blackbox rein und der wird trainiert mit tausenden Datensätzen, die wir haben und irgendwann wird er besser sein und individueller. Das ist sehr, sehr spannend. Das wird noch ein bisschen dauern, aber das wird irgendwann in der Zukunft kommen. Und wir arbeiten natürlich stetig an der Verbesserung unseres Reports, dass du noch mehr Insights kriegst, die neuesten Erkenntnisse zusammengefasst sind, dass es auch leserlicher ist. Wir arbeiten gerade daran, die Empfehlungsseite zu optimieren, damit die anwendungsfreundlicher ist, praktikabler ist, dass die Leute auch kleine Challenges bekommen, dass sie motivierter sind. Jeder, der so eine Tracking-Uhr hat und wenn die Tracking-Uhr sagt, hey, cool, du hast 10.000 Schritte heute gemacht, herzlichen Glückwunsch, top, das motiviert ja. Ja, das gibt dir so einen Anreiz, das zu machen, die Challenge anzunehmen. Und genau da sind wir, unsere so eine Challenges einzubauen, Lob einzubauen. Auch wir werden auch die Möglichkeit im nächsten Jahr einbauen, dass du dein eigenes Wearable, was du schon von irgendeinem Anbieter hast, mit in unser Dashboard integrieren kannst, so dass wir dich dann noch besser einstellen können, du besser gechallenged werden kannst, auch mit deiner Smartwatch, sag ich mal, zusammen und wir den Kunden einfach bessere Lösungen geben und ihn besser begleiten, um diesen Mindset zu erlangen und dann auch wirklich präventiv gesund zu bleiben. Unsere Mission ist ja, den Menschen erst gar nicht krank werden zu lassen, ja, wirklich da anzusetzen. Er ist gesund und wir wollen ihn optimal einstellen, so dass er eigentlich gesund bleibt und gar nicht erst krank wird. Und die anderen, die Leidensdruck haben, die schon krank sind, die in den gesunden Zustand wieder zurück zu überführen und die dann auch in den gesunden Zustand auch mit der optimalen individuellen Einstellung in Ernährung, in Bewegung, auch in Achtsamkeit und so eine Sachen zu begleiten, dass er jetzt gar nicht krank wird. Also,
Da gibt es sehr spannende Entwicklungen im nächsten Jahr zu erwarten. Werden natürlich alle unsere Kunden mitbekommen und die neuen Kunden werden dann gleich von profitieren. Und da freuen wir uns schon drauf. Dem kann nichts mehr folgen, lieber Paul. Die Mission ist es, Menschen gar nicht erst krank werden zu lassen, sondern sie gesund und in ihrer Gesundheit so einzustellen, dass sie noch gesünder werden. Also richtig geiler Schlusssatz. Lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Eine Riesenehre bei dem Workload, den du natürlich auch auf der Tasche hast. Bist ein echt cooler Typ. Ich liebe deine Brokkoli-Studien, by the way. Wenn du noch mehr davon findest, kannst du sie auf jeden Fall schicken. Auch meine Brokkoli-Fangemeinde möchte die natürlich auf jeden Fall immer wieder von dir wissen. Und in dem Biomes-Darm-Test, den ich nur empfehlen kann, da sind natürlich dann eben auch ganz, ganz viele andere super Tipps mit drin, die du beherzigen kannst, um deine Gesundheit weiter zu stellen. Und genau das ist es, was wir haben wollen. Von daher sage ich jetzt mal, stay healthy, stay vegan, eat your broccoli und mach natürlich deinen Biomes-Darm-Test, ganz, ganz wichtig, um dich noch immuner zu machen und deine Gesundheit zu steigern. Danke, Paul. Liebe Grüße an deine Liebsten und wir hören uns bald wieder. Vielen, vielen Dank, hat mir richtig Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Wusstest du, dass wir 3 Episoden in der Woche veröffentlichen im Vegan Podcast? Wenn du keine Episode verpassen möchtest, vor allem die neuesten News rund um die vegane Ernährung, optimale Fitness und deine strahlende Gesundheit sowie dein tolles Aussehen nicht verpassen möchtest, dann abonniere jetzt diesen Podcast. Du kannst das in iTunes mit Apple Podcasts tun. Du kannst das natürlich in Google auf deinem Android-Handy tun mit Google Podcasts. Du kannst das in Spotify tun und wo auch immer du möchtest. Verlinkungen dazu findest du in den Shownotes und vor allem teile diesen Podcast mit deinen Liebsten, denn ich glaube, es ist für jeden immer mal etwas dabei. Vielen lieben Dank, dein Mr. Broccoli. Ich hoffe, dir hat die heutige Episode gefallen. Hier noch ein kleiner Reminder. Die Informationen in diesem Podcast sind ausschließlich informativ. Sie sollen nicht als Ersatz für eine ärztliche Behandlung genutzt werden. Die Diagnose und Therapie von Erkrankungen und anderen körperlichen Störungen erfordert die Behandlung durch Ärzte oder Heilpraktiker. Deshalb raten wir bei medizinischen Problemen und Fragen immer ärztlichen Rat einzuholen.